In der Küche des Klosterkrugs dampfen die Töpfe. Die Kochprofis von RTL 2 haben 4 Tage lang Wirtin Annette Abenhardt dabei unterstützt, das Geschäft wieder in Schwung zu bringen. Denn lange kann der Klosterkrug mit so wenig Kundschaft nicht mehr überleben. Darum überarbeiteten die Köche zusammen mit Annette Abenhardt die Speisekarte des Restaurants. Wir durften exklusiv beim Dreh dabei sein und einen Blick in die Küche werfen. Sie muss sich ja hier behaupten, sie hat einen kleinen Laden dazu, sie lebt ganz bescheiden. Also ich denke, sie kann hier bis zum Ende ihrer Tage rumpobeln vermutlich. Ne? Sie wird nicht reich werden, aber wer wird jetzt heutzutage noch reich in der Gastronomie? Keiner mehr. Aber sie kann sich hier niederlassen, ganz sicher. Ja. Das wird reichen. Die Annette hat so ein eingebautes Süß, also ist eine tolle Dame, finde ich. Ne? Und sie hat es wirklich verdient, weil die Küche ist halt klein. Es geht hier um Optimierung, es geht hier um Technik eigentlich auch. Und da sind wir noch nicht ganz zu Ende, ne? Da kann auch viel passieren, glaube ich. Aber wir rüsten sie einfach auf für die großen Veranstaltungen, weil à la carte ist rückläufig, aber sie kann die Geburtstage feiern, Kommunion feiern, Taufen, Beerdigungen ja auch. Und das bietet sich an hier oben. Wir kochen hier einfach gutes, deftiges, regionales Zeug, was oft in Vergessenheit geraten ist. Das haben wir wieder, ein schönes Sauerkraut, ne? Schönes Gemüse, schönes Rahmgemüse, also alles, was jeder gern mag, ne? Ob alt oder jung, das machen wir hier wieder vereinen. Und jetzt haben wir ein schönes Paket geschnürt, ne? Wie in der Formel 1, so einen kleinen maßgeschneiderten Anzug. Ne? Heute ist der letzte Drehtag. Wie ist es bis jetzt? Bis jetzt ist super gelaufen. Die sind ja gekommen, auch mir nochmal zu helfen. Und haben mir letzte Woche schon geholfen mit Vorbereitungstipps. Also ändern muss ich für mich teilweise noch den Ablauf in der Küche, dass ich ein bisschen noch effizienter arbeite und nicht so viel Leerlauf habe. Die letzten 4 Tage haben die mich jetzt so mit Informationen vollgepackt. Vieles muss ich wirklich erstmal sacken lassen. Meine Rezepte nochmal durchgucken, dass sich an der Speisekarte was ändert, dass es eben nicht nur Schnitzel gibt, sondern auch was anderes. Und ich bin zuversichtlich für die Zukunft. Die Dreharbeiten im Klosterkrug Falkenhagen laufen weiter auf Hochtouren. Die neue Folge wird vermutlich erst Mitte März im Fernsehen zu sehen sein.